So. Drei Türen. Eins, zwei oder drei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Nun mal. Ich will nur mal eben was, will nur mal eben was ausprobieren. Was, will nur mal eben was ausprobieren. Warte mal, ich drehe mich mal. So, welche? Oh. Oh. Ich habe gerade schon irgendwie. Ich habe gerade schon wieder irgendwie gedacht, die Aufnahmesoftware ist abgeschmiert, aber sah nicht so aus. Okay. So. Okay, es verändert sich nichts. Ich dachte, es verändert sich ein bisschen was, aber es sah nicht danach aus. Müssen wir nicht zurückgehen? Passiert gar nichts. Okay, jetzt läuft es wieder teilweise ein bisschen weiter, dann läuft es wieder nicht weiter. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich hoffe, es funzt. Ich hoffe, es funzt. Ach, guck mal, jetzt sind wir im Keller. Ich muss unbedingt neuen Arbeitsspeicher organisieren. Ach, guck mal, wir sind im Keller. Im Keller. Wo wir herausgefunden haben, dass der Keller so groß ist wie fast das ganze Anwesen. Anwesend, vor allen Dingen, Anwesen. Was? 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 Alter, ist ja abgefahren. Hui! Warte mal, ich klimper nochmal auf. Was? Was? Komme ich denn? Wo muss ich denn hin? Was? Was muss ich denn? Ist ja strange. Ist ja strange. Ja, ist doch gut. Ja, ist okay. Was? I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Das Klavier so klar.
Ich sehe überhaupt nichts. Mir macht das Summen auch so ein bisschen Sorgen, immer zwischendurch von der Lampe, obwohl hier nur Kerzen eigentlich glühen. Das war ja vorauszusehen eigentlich. Okay, das kennen wir schon. Ach, guck mal, da haben wir schon die weiteren Zettel gesammelt. Die sind wahrscheinlich so nebensächlich. Tja, dann fügen wir mal das Neue hinzu. Ich bin gespannt, was dabei so rauskommt. Lassen wir uns mal überraschen. Das könnte ein Körper sein, oder? Oder bin ich jetzt da... Bin ich da falsch im Bilde? Das ist doch... Das sieht ein bisschen aus wie eine menschliche Gestalt, wenn man sich mit viel Fantasie so ein bisschen was dazu denkt. In der Mitte so der Brustkorb, unten so die Füße. Ich meine, ich habe eh keine Ahnung von Kunst, aber das kann ja gut... Das kann ja gut sein, ne? Ich empfehle auch übrigens... na gut, jetzt wird es wahrscheinlich schon, keine Ahnung, Folge 7 sein oder 8 oder 9 oder 6 oder 5... das Let's Play natürlich auch im Dunkeln zu gucken und auch im Dunkeln sich anzuhören mit Kopfhörer am besten. Und, Noch drei Sachen. Naja, kennen wir ja schon, haben wir schon gesehen. Steht da was drauf? Nee, ne? Nee. What if you fail? Was, wenn du scheiterst? Ich bin mir gar nicht so sicher. Diese ganzen... Vor allem was... Ei. Ignoriere sie. Ich soll sie ignorieren? Omi? Bist du's? Was ist? Ich will das gar nicht wissen, was das ist. Ist es unsere Frau? Schatzi! Schatzi, schick mir ein Foto! Schenk mir... Alter, die ist nach links gegangen, ne? Uah. Uah, ich will da gar nicht... Das Geräusch habe ich nie mit dem Mund gemacht, übrigens. Ich will mich gar nicht umdrehen. Oh, ich glaube, jetzt wird's. Ich glaube, jetzt wird's böse. Ich glaube, jetzt wird's richtig böse, dieses Spiel. Ich gehe da nicht rein, ich mache einfach die Tür zu. So, jetzt meint die andere auch zu. Warte, wirst du sehen. So, ihr könnt mich alle mal. Tür zu und wieder sehen. So. Oh, guck mal. Mami und Papi, Herzchen getrennt. Oh. Oh Gott. Kinderzeichnung. Ja, Glückwunsch. Was? Was war das? Ist das ein Herzschlag? Oder was soll das sein? Im Delirium. Steht selber dran, ne? Ja. War nur mal ein Test. Besoffen. Was? Ich will das lesen. Lass die Tür offen. Hä? Wo ist sie? Wo ist sie? Was?
Was? Ist sie abgefahren? No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down, and this time, let's make it perfect. Okay. Ist sie abgefahren? Ist sie abgefahren? Ich will gar nicht wissen, wann irgendwie was kommt. Ich glaube, jetzt wieder spüre ich die Böse. Alter, dieses Brummeln auf den Ohren, ne, das ist... Hier, Five Nights at Freddy's übrigens. Ja. Du bist ja schon mal Bescheid. Hallo? Hey, what is that? Wait, what day is it? Der 5. It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work. Wir haben den 5. Geburtstag unserer Tochter quasi verpasst. Oder fast vergessen. Ich kann in dem Teddy nicht drüber laufen. Ich dachte, ich kann durch im Durchlauf. Ich will mich gar nicht umdrehen. Okay. Ich glaube, jetzt wird's richtig böse. Ich muss mal eben wieder hier links. Warte mal eben. Sofort wieder da. Mal eben hier. So, jetzt habe ich wieder hier. Jetzt habe ich hier wieder Bild. Alter. Oh, das ist super. Ein Wegweiser. Dann weiß ich wenigstens, wo ich hinlaufen soll. Wenn es nicht so viele Striche wären. Und wieder diese Tür, die verbarrikadiert ist. Hat er seine Frau vielleicht eingesperrt? Oder ist es vielleicht... Aber sie war ja im Krankenhaus gewesen, ne? Und hat Verbrennungen aufgewiesen und ihr fehlten irgendwie Hauttransplantationen, haben sie ja geredet drüber und so. Und ich will es gar nicht. Sie war auf jeden Fall schwanger, ja, alles klar. Das ist wahrscheinlich sie. Ich kann es noch nicht drehen, schade. Ganz unten, ja, genau. Ja, nein, nein, ich will ganz, ganz unten. Nein, nein, ja. Aha. Marriage Guide. Aha, okay. Kinder in einer Ehe. Eheratgeber. Erwarte ist das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Price ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnung Stark genug, Volume 1 und 2. Und wenn Sie gleich noch jetzt anrufen, innerhalb den nächsten 5 Minuten, erhalten Sie das Video Schwitzen mit Flexi gratis dazu. So. Ja. Was? Ja, eigentlich muss ich mit sowas ja eigentlich rechnen, aber ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Also jetzt in der Situation hätte ich gar nicht damit gerechnet, weil eigentlich normalerweise nur, wenn du irgendwie in so einem Raum stehst und auf einmal so, der Raum ist ein bisschen größer,
Und dann drehst du dich um, dann passiert das, aber nicht, wenn du irgendwas liest. Aber, naja, gut. Ja, für YouTube, wie gesagt, machen wir eine kleine Folgenpause und dann geht's gleich spannend weiter für dich in der nächsten Folge. Ciao.